Hallo und willkommen zum heutigen Let's Play Attack of the B-Team mit dem Benny und ich bin gerade im Landeanflug in die Höhle. Höhle? Ey, hier ist Moos. Moos. Ah ne, ist gar kein Moos, das ist Eevee. Hau ab, du. Da brennst du, was? Da brennt dir wohl die... Brennt dir wohl der Hut, wa? Blöder Zombie. Bist du weiter runter, oder was? Ja, ich wollte mal runter gucken, was hier ist. Geht okay, ganz schön weit runter. Warum höre ich hier Zombies ohne Ende? Ja, hier unten. Dachte ich mir doch. Boah, das sind nicht nur Zombies, da ist alles da unten. Boah, das ist ein Creeper mit so einem... Plop, plop, plop. Boah, pass dein Leben auf. Boah, da ist irgendwo ein Spawner. Ja, hundertprozentig. Aua. Als ob das blöde Skelett genau hier hin trifft, ne? Boah, Alter! Wo kommen denn mit den ganzen Mobs her? Keine Ahnung, aber es sind alles, ey. Ob es irgendwo ein Spawner ist. Oh, Ressourcen ohne Ende, Junge. Ja. Erstmal ausleuchten hier unten. Ja. Ist ja krank. Aber nicht das, was ich suche. Creepy. Was war das? Ja, hinter dir war auch noch einer. Ich hab da gesagt creepy. Das ist wahrscheinlich bloß wieder den einen gesehen, der vor dir stand, wa? Ich hab eben den gesehen und dachte, du meinst den. Nee. Ach, Mei. Oh, Alter, so viel Gold. Warte, lass mich. Ich hab doch noch Glück drauf. Alter. Hier ist direkt die nächste Höhle. Ich möchte aber irgendwie gerne auch noch ein bisschen Ding haben. Hier diese... Du hast schon welche gefunden, oder? Hier solche Knochen und sowas. Mhm. Ich glaube, ich werde mal hier runtergehen, wo das Wasser hinläuft. Nur mal um zu gucken, was hier unten los ist. Alter. Fette Diamantader. Okay, so fett war es aber nicht. Was ich schon wieder an Ressourcen eingesammelt habe, ne? In dem kurzen Ding, wo wir so unterwegs sind. Ja. Baust du dich hier oben gerade mit irgendwelchen Viechern? Neben dir. Was, bin ich schon wieder voll oder was? Sieht aus. Hau ab! Ah, hier ist auf jeden Fall irgendwo ein Wasserfall. Ja. Das geht mir schon wieder tierisch auf den Sack gerade. Hallo, ich werde wohl das blöde Lapis Lazuli noch mitnehmen können. So, Alter, wo ist denn hier das Wasser? Boah. Nö. Irgendwo hier oben. Voll. Hä? Ich bin voll. Boah. Von zwei Seiten bearbeitet. Ja, dann lass wieder zurückgehen und wir können ja dann meinetwegen die Minions oder sowas mal losschicken. Mhm, okay. Aber Aluminium nehme ich mit. Welche von den Bats bist du jetzt? Wie die ruhig steht. Weil ich muss erstmal was mampfen.
Ich habe aber irgendwie so das Gefühl, dass man es irgendwie immer weiter rein manövrieren hier. Alter. Voll das Höhlensystem hier. Die wollen doch nicht sagen, dass es hier keine Dinger gibt. Alter. Alter, schau dir an, was hier für Ressourcen sind. Doch keine langen Gang drin. Ja, ich leuchte noch gerade aus. Ja, ich weiß bloß nicht, ob du das bist, weil es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fledermäuse. Ja, ich bin die komische Fledermaus, die ausleuchtet. Das werde ja bloß ich machen. Egal. Aua! Aha. Es gibt aber keine Dings, ne? Keine Fossilien. Doch. Wo denn? Wo da? Welche Fledermaus bist du bitte? Ja, eben. Welche Fledermaus bist du? Welche bist du jetzt? Ich bin wieder raus. Ich bin wieder rausgeflitscht hier aus meinem Dings. Ich bin die hier ruhig auf einen Platz. Ich sehe hier vier Stück, aber die fliegen alle rum. Ah, du bist die. Ach, da oben. Ah, das sind Fossilien. Fossilien. Nee, das sind keine Fossilien. Das ist Silizium. Du hast nur Fossilien gesehen, also ich sehe keine. Ich hab die auch schon abgebaut. So. Ich dachte schon, ich bin blind. Ja, gerade nach oben oder was? Warum ist uns aber wieder Weg nach draußen? Ja, hier wird's nicht großartig hoch und weit nach oben gehen. Nee, der muss doch hier irgendwo sein, der Weg. Ja, geht's raus. Wo geht's raus? Hast du? Halt nach oben. Hier unten, hier unten, hier unten. Ja, ich will doch nach oben raus, nicht nach unten. Wir sind voll. Ich will nach Hause. Wir können doch hier einfach raus. Ja, hier ist zwar auch schon Oberfläche. Oh, gib mir mal eine blöde Schaufel, ey. Komm, dann buddel. Schau. Ein Block abgebaut, schon bist du oben. Wo hast du den abgebaut? Halt am Ende von dem Tunnel. Welchem Ende? Hinter dir. War nicht. Du bist gerade wieder weggeflogen, hinter dir. Schau. Ganz einfach. So, na, fliegen wir wieder nach Hause. Also weit gekommen sind wir ja nicht. Gerade mal hinterm Vulkan gewesen. Nicht mal hinterm Vulkan. Neben Vulkan. Ja, halt neben Vulkan, ja. Aber dafür waren wir ganz schön lange unterwegs, dafür, dass wir noch so ein Stückchen gekommen sind. Alter! Was? Guck halt! Wo denn? Wo warst du? Hier unten. Unten? Im Käfig. Im Käfig? Was? In unserem Käfig. Da bin ich doch noch gar nicht. Dann komm mal zurück. Oh, ich habe mich verflogen. Ich muss da lang. Was ist unser... Alter, oh! Noch größer hätte echt nicht werden können, oder? Ja, wird er noch größer? Ich weiß ja nicht, ich hoffe, er wird nicht noch größer. Alter, wir müssen Mammuts züchten. Der elendig hoch, Alter. Wollen wir den töten? Kann ich da drauf landen? Keine Ahnung. Nee, kann ich nicht. Mammut, darf ich mal auf die reiten? Ah nee, ich kann nur reingehen in den. Alter. Der hat Augen so groß wie ich. Also Augen so groß, also Augen, die so groß sind wie ich. Ey, ich glaube aber jetzt geregnet, oder? Oder das Viech hat gepullert. Hier regnet's. Ach, hier regnet's. Mhm. Ja, scheiße, ob die fallen. Also gefressen hat er noch... Alter, ist der riesig. Ja. Ich hätte aber noch mehr Mammuts. Also wir können noch mehr... Wollen wir das mal töten? Ob das irgendwas droppt? Also ich zaun, ich na los, zaun. Töte es mal und wir gucken mal, ob es irgendwas droppt. Achso, du wolltest bloß als Mammut... Oh. Alter, was war das? Hä?
Das war kein Creeper. Ja, ich hab dich nur gehauen. Sag mal, da kam Leder raus. Ja. Leder und Fleisch. Ich habe auch keinen Platz mehr, doch jetzt. Der droppt ganz normal Raw Beef. So, das... Oh, oh, Creeper. Creeper, oh. Pass auf. Da hinten am Zaun. Ja, der ist da draußen. Ja, aber wenn der reinkommt, der, hallo, der sprengt vielleicht. Der kann nicht reinkommen. Der Zaun ist sogar komplett zu. Ja, aber der sieht mich ja, da kann er platzen. Wie komme ich jetzt hier raus? Ja, indem du dich als Bett machst und dann da rauskommst. Nein. So, dann würde ich jetzt sagen, züchten wir jetzt mal einen Säbelzahntiger, oder? Okay. Das werde ich auch mal sehen. Oh, der backt schon wieder ein Enderman hier rum. Säbelzahntiger. Hm, Säbelzahntiger und Schwein bitte in einem Käfig. Ja, sowieso. Oh, komm, wir legen uns erstmal hin. Ich hab einen Wasserartischocken-Samen gefunden. Naja, habe ich schon ganz viel gefunden davon. Schau mal meine ganzen Dinge, die ich jetzt gefunden habe, habe ich die jetzt wieder rein. Rest hier. Lapis. Ja, aber das Archäologie-Zeug, das lässt bitte da, ne? Habe ich schon, Stalagmit brauchst du nicht. Okay, ich habe jetzt erstmal hier noch einen Zombie-Kopf, den hängen wir jetzt oben mal mit hin. Ja, lass erstmal schnell schlafen gehen. Ey, kann ich dir die Säbelzahntiger in den Arsch jagen? Hau ab. Nee. Geht nicht. Auch nicht, wenn du liegst. Bein? Erstmal ins Knie gerammt, das Ding. So ist der zu mir, will mich immer vergewaltigen. Eigentlich gar nicht, ich wollte dich nur schwanger machen. Dass ich dich nicht gleich schwanger mache. So, wo ist das Schwein? Wo ist das Schwein? Wo ist das Schwein? Scheiße, ich komme nicht ran an das Schwein. Schweinchen, geh mal her. Wir sollten langsam mal die Tür einbauen, ja. Ne? Das Schwein ist dreckig. Das Schwein ist dreckig aus. Ja, komm mal raus, du bist schwanger. Wir sollten eventuell jetzt auch etwas Fleisch besorgen. Was wir da reinlegen können. Weil ich glaube, ein Säbelzahntiger könnte vielleicht etwas... Ey, hast du einen Erntehelfer eingestellt? Nö. Das war's der Creeper. Ja, halt, den meine ich ja mit Erntehelfer. So. So, dann würde ich mal sagen... Dann würde ich mal sagen, dann schauen wir mal. Wir sollten ja eventuell vielleicht noch ein bisschen Schweine reinlocken. Damit man noch... gib mir mal das Archäologie-Zeug. Dann mache ich das... Das ist in deiner Kiste. Achso, in meiner Kiste daneben? Mhm. Weil da kann ich das nicht mehr reinpacken. Vielleicht kriegen wir da endlich mal einen T-Rex. Ich will endlich mal einen T-Rex haben. T-Rex. So. Ach Gottala. Das war aber nicht viel. Also. Mehr wie du mitgebracht hast. Ich hab gar nichts. Ja eben. Warum auch immer. So. Vielleicht wie man es tut, aber ich muss jetzt mal für kleine Königstiger. Für Säbelzahntiger? Nee. Oh, Mammut-Tiger. Pterosaurus. Das ist so ein komischer Flugsaurier. Also, müssen wir noch ein Dach drauf bauen. Bone Meal? Und ist der Säbelzahntiger schon geschlüpft? Oh, ein Ei. Ein Ei. Ein Ei, 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 Ei. So. Ist jetzt schon geschlüpft oder nicht? Säbelzahntiger. Säbelzahntiger? Ne, er ist noch immer noch schwarz. Er ist immer noch ein dreckiges Schwein. Schweinchen. So. Mäh.
Rein da. So. Halt. Da. Plesiosaurus. Okay. Plesiosaurus hat man schon. Für was ist das eigentlich? Kann man sich jetzt irgendwie in die Wand hängen oder so? Nee. Komisch, komisch. Könnt ihr uns ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das ist. Beziehungsweise für was man das verwendet. Das wäre auf jeden Fall mal cool, wenn ihr das machen würdet. So. Und vor allem wäre es auch mal cool, wenn ihr uns mal sagt, auf welche Höhe wir am besten Fossilien finden können. Weil irgendwie ist die Ausbeute bis jetzt nicht so doll gewesen. Ah, oh, das sehen wir jetzt an die. Und er hat unser Schwein geschlachtet, falls dir das nicht aufgefallen ist. Alter, der Mieser, der knurrt mich an. Junge, ich glaube, der hat Hunger. Der hat unser Schwein getötet. Ja, ne? Hat er jetzt gerade gerülpst? Hat sich angehört wie gerülpst, ja. Ich hab bloß Angst vor der Größe, nicht? Deswegen bleibe ich hier mit Sicherheitsabstand hier oben drüber. Pass auf, dass er dich isst. Er isst. Na du, Kleiner. Scheiße. Rutsch, rutsch, rutsch. Wieso frisst du eigentlich das Schwein? Was soll denn der Käse? Ja, mörr. Kleine Miezekatze. Pass auf, wenn er mich gleich anfällt. Hallo? Aber irgendwie gefressen haben wir bis jetzt noch nichts hiervon, ne? Also der Mammut hat hier Wiese gegessen. Ach, das Mammut hat Wiese gegessen. Ja, aber der hätte ja eigentlich hier auch von dem Teil hier essen können. Ja, und der hier hat gleich erstmal das Schwein getötet. Das Schwein. Vielleicht war das Schwein auch einfach ausgenutzt. Warum? Dreimal, zweimal Mammut geboren und jetzt noch Säbelzahntiger. Was muss, das muss. Jumanji, oder was? Schau, er macht sogar mit. Jumanji. So, aber nichtsdestotrotz, wie groß er wird, sehen wir dann leider erst wieder im nächsten Part. Denn der ist schon wieder zu Ende. Und deswegen würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.